Willkommen zurück zu Outlast 2, einer weiteren Folge. Nachdem wir ja kläglich versagt sind, sind wir immer noch hier, auch im Live-Let's Play, wie du da siehst. Ja. What would Jesus do? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was wir machen müssen. So. Ja, erschreck dich. So. Jetzt geht's wieder los. Jetzt ist die Frage, was übersehe ich? Ciao. Was übersehe ich denn hier? Übersehe ich irgendwas? Hier ist der Typ wieder. Irgendwas an der Wand, was ich machen muss. Da kommt der Typ mit blitzenden... Schön. Hier geht nicht. Nein, geht nicht. Ich bin tot. Ja, war klar. Also für dich auf YouTube, ne, nicht wundern, wenn ich hier ein paar Mal sterbe, dann ist das nun mal so, aber das macht ein Let's Play aus. Und ich finde es immer schade, wenn einige Let's Player immer so anfangen zusammenzuschneiden. Ne? Klar, es kann natürlich langweilig werden, aber ich finde es irgendwie gerade total interessant, es selber rauszufinden. Für mich ist es kein Let's Play, wenn ich irgendwas rausschneide. Kann ich hier wieder zurück rein eigentlich? Nein, kann ich nicht. Wenn ich einmal hier bin, bin ich hier, okay. Irgendwas oben, was ich übersehe? Nee. Ich will hier durch die Wand. Das geht nicht. Also bei dem Mädchen kommen wir schon mal nicht weiter. Tipp, am Bücherregal kann man wimmeln. Genau, ich muss erstmal ein Wimmelbild lösen, damit sich irgendwo eine Tür öffnet. Ah, ich glaube... Na, ja, ganz toll. Aber ins Klo kommen wir ja anschließend nicht mehr rein, wenn wir einmal die Tür zu haben. Ich habe jetzt erst gedacht, vielleicht müssen wir ins Klo rein, irgendwie so. Aussperren können wir ihn auch nicht. Weil er uns definitiv erwischt, haben wir ja schon ausprobiert. Fuck. Nee, bei dem Mädchen kann man die Tür leider nicht aufmachen. Leider. Man kann auch an ihm nicht vorbeirennen, das ist das große Problem. So, hier geht's nicht. Nein, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Hallo. Also man kann ihn auch nicht... Oh, da, Moment. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Vielleicht hat es doch was mit den Türen aussperren zu tun, um dann an einer gewissen Stelle nochmal hinzukommen, wenn ich das schaffe. Aber wenn das wirklich so ist, ist es echt kackenschwer. Hallo. So, jetzt ist er da, ne? So, jetzt kommt er ja hier lang, oder? So, und jetzt gehe ich nochmal hier lang. Und dann mal gucken. Jetzt dürft er hier... Oh, der spawnt dann nochmal. Oh, der Wichser. Oh. Ich habe erst gedacht, jetzt kann ich da durch die Tür raus, weil er da nicht mehr kommt. Aber der kommt ja überall. Da, wo der zweite ist, kann man doch im Raum rein. Achso, du meinst da rechts, ja, wo ich gerade die Tür zugemacht habe. Da kann man im Raum rein. Das Problem ist, sobald ich da drin bin, hat er mich sofort. Das war zumindest vorhin so. Ich probiere es mal. Ich glaube... Hier meinst du? Ja, das Problem ist, hier bin ich drin und dann war es das auch. Hallo! Der weiß immer, wo wir sind. Egal, wo ich bin. Die Stelle ist ja ätzend. Wenn man es einmal weiß, ist es bestimmt total easy. Aber ich mag sowas rauszufinden. Oh Gott, das ist im Wahnsinnsmodus. Gut, dann weiß man es ja. Kann ich mich verstecken? Ich will mich unter dem Schrank verstecken. Es tut mir leid, ich habe nichts gemacht. Ah. Da war übrigens gerade der Windows 95 Bildschirmschoner. Gerade noch eben zu sehen. Die andere Tür. Rechts, nicht links. Rechts war ich gerade. Aber da ist nur so ein dämlicher Schrank. Da geht's auch nicht weiter. Tja. Ich probiere nochmal rechts lang, vielleicht unterm Schrank zu kommen. Ich bin nicht da.
Oh, der hält mir sein Glied ins Gesicht. Oh, oh, das ist ja noch schlimmer. Boah, ist das gruselig. Oh, jetzt kriege ich erstmal YouTube-Strike um Twitch. Alter, oh, guck mal da unten die Hoden. Oh, ich glaube, das ist nicht richtig, wo wir hier sind. Hallo! Ja, das ist falsch. Okay, ich, nee, ich will mich nicht spoilern lassen. Ich will das selber rausfinden. Also zumindest jetzt erstmal. Und wenn es eine Stunde dauert, ist mir egal. Es ist mir sowas von egal. Aber was übersehe ich hier? Hallo! Oh, das Badezimmer wieder? Nee, kann ja nicht sein, ne, oder? Badezimmer ist doch zu, ne? Ja. Toll. Ich kann hin und her rennen. Die ganze Zeit Tür zumachen, Tür zumachen, Tür zumachen, dass er nicht kommt. Aber bringt nichts. Was übersehe ich denn? Fuck. Hallo? Na, mach die Tür zu. Boah, der Kerl ist nervig. Ohne Scheiß, der geht mir auch voll auf den Sack. Bug entdeckt. Ja, genau. Da bekommt Glockenspiel eine neue Bedeutung? Ja, ich glaube auch. Die dicke Wurst. Die dicke Wurst. Ah, der Typ geht mir auf den Sack. Ohne Scheiß, aber hallo. Hallo. Boah, der geht mir voll auf den Sack. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hallo mein Freund. Kann ich hier nochmal zumachen jetzt? Zweimal. Die fucking Tür. Ja, du kannst mich mal im Arsch lecken. Oh, da ist er wieder. Oh, da muss man mit dem Hündchen spielen. Jetzt kommt er wieder da, ne? Jetzt mache ich hier wieder die... Nein! Oh. Das gibt's doch nicht, Alter. Der gibt mir so auf den Sender. Ja. Und dann das Büro in dieses Gebäude, wollte ich schon gerade sagen. In diesem Zimmer kommt man nicht rein. Spoiler, du musst durchs Telefon verschwinden. Ja, so wie bei Matrix. So. Ja, ich muss bestimmt da lang, aber der spawnt ja da immer wieder. Da kann ich ja machen, was ich will. Da, aber 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 da, hallo, ciao. So, wenn ich jetzt hier lang gehe und lass den hier spawnen. Hallo. So, dann kommt er aber hier gleich wieder. So, jetzt spawnt er aber hier wieder. Ich komme hier nicht lang. Ne. Der spawnt immer und immer wieder an den Stellen, wo wir hingehen. Machen, was ich will. Der spawnt immer da. Ich zeige mir den Zeigefinger jetzt auf den Tisch mit dem Hauen. Immer da lang, wo wir lang gehen. Da spawnt der. Fuck. Aber es kann doch nicht so schwer sein. Bin ich der einzige Demlack, der das nicht sieht, oder was? Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Was muss ich... Ah, hier. Ne! Ach, hör auf! Oh, wie dämlich ist das denn bitte gemacht? Ernsthaft? Boah, wie dämlich ist das denn bitte gemacht? Mal ganz ehrlich, also Red Barrels, also ganz ehrlich, das ist ja voll behindert gemacht. Wie behindert ist das denn bitte? Wie behindert ist das? Alter... Wie behindert das einfach ist.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das fürchterlich. Wer soll denn da bitte draufkommen? Alter, Larrett. Nichts ist elender, als sich selbst zu bemitleiden. Und ich vertraue dir, dich einer derartigen Weibersündigen nicht schuldig zu machen. Wenn die Jünger, die ich dir anvertraue, Hunger, Schmerz und Angst erfahren, so ist dies eine Notwendigkeit in ihrer fleischlichen Sünde und der Wille des Herrn. Ich schicke euch Speis und Wein, wie der Herr es will, und nicht mehr als das. In Vision sah ich die Plage wachsen, und unser Leid bekam so groß, dass keiner unter uns mehr erleiden konnte. Freue dich also, finde Trost darin, dass wir am Höchstpunkt unseres Leidens sind und bald in das ewige Paradies ziehen werden. Kannst du dein Volk nicht mit deiner Zunge frühen, so nutze die Fäuste deines Trägers. Papa liebt dich, Gott wird dich erlösen. Knuff, PS, anbei ein Beutel gesalzener Grillen, die Nick so liebt. Lass sie mir bitte zukommen und sag ihm, dass sie ein Geschenk von mir sind. Aber ganz ehrlich, dies mit dem Spind, ne, das ist so dumm, ne? Alter, mach die Tür zu. Ciao. Aber ich war doch vorhin hier. Hä? Oh, eine Batterie. Komme ich hier raus? Ah ja, hier. Oh, ciao. Wo muss ich hin? Hallo? Ach, hier ist... Hä? Aber jetzt gerade mit der Schule, das ist ja voll behindert. Ich möchte mal gegen die anderen Let's Player sehen, wie die das so schaffen. Ob die das schneller schaffen wie ich. Komme ich hier rein? Nein, komme ich nicht. Wo muss ich hin? Hier vielleicht? Nein, auch nicht. Gott, oh 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 Gott. Irgendeiner läuft hier rum. Und ich weiß nicht, wo ich lang muss. Das ist das große Problem. Das ist das Haus, wo wir drin waren, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Oder? Oder? Hallo? Waren wir drin? Nee, ich glaube nicht, oder? Batterie? Nein, ich glaube, hier drin waren wir noch nicht. Oh, unser Freund kommt. Und die Tür ist offen. Der steht da. Wo müssen wir denn hin? Alter, guck mal hier. Krass. Höh! Hallo? Guck mal, ist eine Falle. Muss ich den hier reinlocken? Nee, ne, oder? Kann doch nicht sein. Wo müssen wir hin? Von hier kamen wir bestimmt, oder? Nein, aber hier ist eine Batterie. Ah nein, der macht die Tür zu, Alter. Eine Tür öffnet eine andere Dimension. Genau. Mein Name ist Jonathan Freaks. Und willkommen zu... wie hieß das nochmal? Das Unfassbare. X-Faktor, das Unfassbare. Willkommen im Dorf der verdammten... wo muss ich hin? Hallo? Da schießt er noch mit Pfeilen auf uns, der Penner, ey. Oh Gott, das wird im Wahnsinnsmodus lustig. Wenn man weiß, wo man lang muss, geht's eigentlich. Wenn man weiß, wo lang. Ich muss bestimmt da hinten hin, wo er lang. Ah, guck mal hier. Wo ist das denn? Und die sind überall Fallen. Ich vermute, dass es Fallen sind. Also ich vermute mal.
Sieht zumindest danach aus. Das sind bestimmt alles Fallen. 100 pro. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Überall auch noch davon. Alter, wie soll ich denn hier weiterkommen? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fahren wir hier schon? Nein, aber hier komme ich eh nicht weiter. Doch, hier waren wir schon. Wo muss ich hin? Hallo! Ja, ja, ciao! Ach, hier muss ich hin. Alles klar, danke. Ciao! Tschüss! Mach's gut! Du kannst mir gar nichts. Okay, das ist der zweite Gegner. Ich bin auf den dritten Gegner gespannt. Wir haben ja immer drei gehabt, ne? Bei Outlast 1 war es ja auch so. Da war ja der... unser... das Merkel. Dann der Wallrider und... Dr. Chivago. Lass mich... Alter! Willst mich verarschen? Was ein Penner! Wo steht der denn? Steht er da oben? Nee. Ciao! Oh, hallo! Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss weiter. Ich muss. Ciao! Da sollten wir uns mal Batterien sparen für den Wahnsinnsmodus in dem Bereich. Definitiv. Weil das mit den Fallen dann nicht zu sehen ist, ein bisschen. Aber ich. Was? Lass mich in Ruhe, du Penner. Geh kacken. Wo muss ich hin? Und wieder rutschen wir runter. Alter. Schon wieder? The gospel isn't done yet. You will report your own resurrection. You will complete your gospel. Yes! Yes! We've returned him to the way of sorrows. He's still just waiting. Take him. When he rises, we all will have our communion. Nein, 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 oh Gott. Die schlimmste Vorstellung überhaupt. Lebendig begraben zu werden. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Kann ich hier was machen? Nee.